Hallo, Freunde der Werkstatt. Ich habe gute Neuigkeiten und schlechte. Punkt 1. In meinem letzten Sungrow-Video habe ich euch ja gezeigt, da habe ich einen Fehler entdeckt. Da wurde sinnlos Strom aus dem Netz gezogen, obwohl genug Batterie- oder PV-Leistung vorhanden war. Die gute Nachricht, dieser Fehler kann behoben werden. So, jetzt kommt Punkt 2. Durch Beheben von Fehler Nummer 1 ergibt sich ein neuer Fehler. Dann Punkt 3. Ich habe endlich herausgefunden, wie man mit Sungrow kommuniziert. Punkt 4. Ich möchte ja schon lange meinen Sungrow-Speicher erweitern. Leider hat da irgendwie gar nichts so richtig funktioniert. Also habe ich mich auf die Suche nach einer Alternative gemacht. Ich habe was gefunden. Einen Speicher von einem anderen Hersteller. Richtig günstig. Alles hier in diesem Video. Jetzt geht's los. Das Problem war folgendes. Man kann ja die maximale Ladeleistung der Batterie einstellen, in diesem Fall jetzt 3 Kilowatt. Und sobald dieser Wert erreicht wurde, hat er alles zusätzlich aus dem Netz gezogen, anstatt die Ladeleistung zu reduzieren. Ich habe die neue SHT-Serie von Sungrow Hybridwechselrichter. Es gibt ja auch noch die RS- und RT-Serie, aber das ist das aktuellste Modell. Aber der Fehler bestand auch schon bei den älteren Modellen, wie ich in vielen Foren rausgefunden habe und auch anhand von euren Kommentaren. Übrigens danke vielmals, das ist richtig geil. So kann man einander wirklich schön helfen, denn von den großen Firmen erhält man meistens keine Auskunft oder eine Antwort. Das Problem, es lag definitiv nicht an meinen Parametereinstellungen. Denn es war schlicht und einfach ein Programmierfehler seitens Sungrow. Den haben sie nun behoben mit dem aktuellsten Update. Und zwar das Update vom 20. Oktober. Dieses hier müsst ihr installieren. Ihr braucht dafür Installateur-Account. Wenn ihr den nicht habt, fragt euren Installateur. Er soll es updaten. Oder wenn ihr alles selbst gebaut habt und keinen Installateur habt, dann müsstet ihr euch die Isolar Cloud neu runterladen und angeben, dass ihr Installateur seid. Dann habt ihr auch Zugriff auf alle Einstellungen, wobei ich denke, dass dann die Garantie verfällt, denn man kann auch ziemlich viel blöde Sachen einstellen, die die Geräte schädigen können oder noch schlimmer. Nachdem ich das Update ausgeführt hatte, habe ich natürlich gleich nachgeschaut, was da überhaupt behoben wurde. Und ihr seht es schön hier. Ich habe die maximale Ladeleistung auf 8 kW eingestellt. 8 kW sind nun erreicht. Dann habe ich meinen 2 kW Heizlüfter eingestellt. Und siehe da, er hat die Ladeleistung automatisch heruntergefahren und zieht keinen Netzstrom. Genau so muss das funktionieren. Richtig geil. Ist schon erstaunlich, was so ein Video bewirken kann, denn ich hatte das erste Mal überhaupt chinesische Zuschauer. Gut, was hat sich geändert seit dem Update? Mir ist gleich aufgefallen, dass der auf einmal permanent 25 Watt zieht, und zwar wenn die Batterie auf 0% steht und vom Dach auch nichts kommt. Da muss auch 0 stehen. Ich kann das euch hier gut zeigen. Das Update habe ich gemacht, 20. Oktober, 19.45 Uhr. Ihr seht jetzt hier, die Batterie ist leer und gibt auch 0 Watt aus. Auch hier die Nacht vorher 0 Watt. Gut, gehen wir mal auf 19.45 Uhr. So. Hier das Update gemacht, bam, 21 Watt die ganze Nacht. Seht ihr das? Ist übrigens auch am nächsten Tag so. Sobald die Batterie auf 0 ist, geht die ganze Nacht irgendwo 25 Watt flöten. Vor dem Update, ihr seht, hier ist immer schön 0. Ich kann es euch auch in der Statistik zeigen. Das Update war hier. Ihr seht in der Nacht 0. Nach dem Update haben wir da immer ungefähr diese 25 Watt. Und ihr seht hier, vorher hatte ich das nicht, hier ist immer 0. Gut, jetzt könnt ihr ja sagen, 25 Watt, das ist ja nichts, das ist so wenig Leistung. Okay, ich rechne euch das mal schnell vor. Wir haben Ende Oktober,
Ich kriege meine Batterien sowieso fast nicht mehr voll. Jetzt rechnen wir mal die ganze Nacht, 12 Stunden lang zieht der 25 Watt raus. Das sind 300 Wattstunden pro Tag. Jetzt haben wir 3 Tage lang richtig schlechtes Wetter, dann ergibt das 900 Wattstunden in diesen 3 Tagen. Jetzt schauen wir uns mal meinen Speicher an. Der hat 15 Kilowattstunden Kapazität. State of Charge ist standardmäßig auf 5% eingestellt. Also wenn bei euch hier 0 steht, dann hat der effektiv noch etwa 750 Wattstunden Restkapazität drin. Jetzt mal angenommen, wir haben 3 Tage schlechtes Wetter. Dann zieht er ungefähr 900 Wattstunden raus. Dann sind wir schon in der tiefen Entladung des Akkus. Das macht den Akku kaputt. Jetzt kommt noch ein anderer Faktor dazu. Ihr müsst es einfach wissen. Ein Wechselrichter hat vielleicht einen Wirkungsgrad von 80%. Das aber nur, wenn da auch richtig viel Leistung durchgeht. Wenn ihr in der Nacht einen Standby-Verbrauch von ca. 100 Watt habt, würde ich mal behaupten, dass der Wirkungsgrad vielleicht noch bei 50% liegt. Deshalb möchte ich gar nicht wissen, wo der Wirkungsgrad bei 25 Watt ist. Ich behaupte jetzt mal, dass der Wechselrichter, um diese 900 Wattstunden zu erzeugen, ca. 2 Kilowattstunden aus der Batterie gezogen hat. Ich habe dann gestern noch versucht, einen Zeitplan für die Entladungszeit zu erstellen, um zu schauen, ob ich diese 25 Watt wegkriege. Und anhand von diesem Zeitplan dürfte er zwischen 3 und 4 Uhr dürfte die Batterie nicht entladen. Wobei, ihr seht es hier, es hat nicht funktioniert. Also, ihr könnt das nicht abstellen. Gut, jetzt haben wir noch einen Notlade-SOC. Der soll die Batterie ab dem eingestellten Wert wieder auf den Minimum-SOC laden, und zwar mit Netzstrom. Das habe ich natürlich schnell getestet und zum Glück, es funktioniert. Die Batterie wurde mit 8 kW aus dem Netz geladen, obwohl ich eigentlich 4 kW eingestellt hatte. Das ist mir übrigens schon vor dem Update aufgefallen, weil ich habe hier mal etwas ausprobiert. Da hat er auch 8 kW anstatt den eingestellten 4 kW genommen. Ich bin trotzdem schon mal froh, dass die Batterie nicht in die Tiefenentladung gehen kann. Jetzt gibt es noch einen Tipp für den Winter. Ich habe ja einen sehr hohen Stromverbrauch, weil ich 2 Häuser miteinander verbunden habe. Insgesamt sind da 4 Haushalte an dieser PV-Anlage angeschlossen. Meine Batterie ist jetzt Ende Oktober schon meistens leer. Deshalb versuche ich mindestens einmal pro Woche die Batterie auf 100% zu laden, damit sich die Zellen ausgleichen können. Denn ich denke mal, dass die Sungrow-Batterie kein aktives Balancing hat. Man findet dazu keine offiziellen Dokumente. Also ich ändere einfach ab und zu mal diesen SOC. Ich denke mal, im Dezember muss ich diesen wahrscheinlich auf 40 oder 50% stellen, damit die Zellen mindestens einmal in der Woche bei 100% liegen, denn nur in diesem Bereich können die sich überhaupt ausbalancieren. Gut, was gibt es sonst noch Neues? Leider gibt es absolut keine Informationen von Sungrow zu den Updates. Ob da neue Funktionen oder zusätzliche Einstellungen hinzugefügt wurden. Man installiert es eigentlich einfach blind und hofft, dass alles noch richtig funktioniert. Ich habe die neuen Parameter nur schnell überflogen, aber nichts Relevantes entdeckt. Hier gibt es ein paar neue Parameter und hier auch noch einen. Falls ihr einen neuen Parameter entdeckt, vielleicht in einem Untermenü, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Oder wenn ihr auch neue Fehler seit dem Update habt, lasst es mich wissen. Ich versuche hier eine Gemeinschaft aufzubauen, wo man sich gegenseitig helfen kann und Erfahrungen austauschen kann. Wie kann man mit Sungrow kommunizieren? Es gibt in der ISLR Cloud hier zwar die Funktion Support. Dann kann man hier drauf klicken, genau, und dann auf Feedback. Und hier kann man kommunizieren. Ich möchte das nur schnell sagen, das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Was ihr braucht, ihr müsst auf dieses Portal gehen, euch anmelden, alles installieren und das ist der einzige Weg, um mit Sungrow zu kommunizieren.
Auch wenn ihr über andere Wege mit denen kommuniziert und ihr Antwort per Mail zurückbekommt, ihr könnt auf diese Mails nicht antworten. Ihr müsst wirklich in dieses Portal. Dann könnt ihr hier ein neues Service-Ticket erstellen. Da könnt ihr Fotos uploaden. Das ist der einzige Weg, wie das funktioniert. Ich möchte schon lange meinen Speicher um 5 kW erweitern, jedoch muss ich den ganzen Speicher etwa einen halben Meter nach links verschieben. Deshalb sind die Kabel zu kurz und vor allem, ich brauche diese Stecker. Und diese Stecker kriege ich nur von Sungrow. Die sind speziell für 10 Quadratkabel. Nach langem Hin und Her, circa 6 Wochen, habe ich endlich diese Stecker bekommen. Ich habe denen auch extra die Originalpackung geschickt, welche ich brauche. Bekommen habe ich leider das hier. Das sind zwei Männchen. Ich brauche aber Plus und Minus. Und dann war da auch noch eins für 6 Quadrat dabei. Ich brauche Plus Minus für 10 Quadrat. Also starten wir nochmals einen Versuch. So, Freunde der Werkstatt, ich habe mir was gekauft. Und zwar diesen Solarspeicher von der Firma MarsTech. Und zwar in dieser Ausführung mit einem zusätzlichen Akku. Seht ihr das? Knapp 900 Euro. Ich habe 4,24 Kilowattstunden Speicher. Und das Geile daran ist, ich kann hier 4 Solarpanels anschließen. Der hat 4 unabhängige MPPTs. Und zusätzlich kann ich das Teil über die Steckdose laden. Bei mir herrscht folgende Situation. Ich habe hier meine große Solaranlage, meinen Sungrow-Speicher und Wechselrichter und auf dieser Seite habe ich nur ein kleines Balkonkraftwerk. Jetzt fehlen mir für die Übergangszeit ungefähr 10 Kilowattstunden Speicher zusätzlich. Eben wie gesagt hier ein Modul mehr, denn der regelt mir die großen Lasten. Der kann ja mit 10 Kilowatt laden und entladen, respektive nachher kann der mit fast 15 Kilowatt laden und entladen, wenn ich hier ein Zusatzmodul drin habe. Und den MarsTech möchte ich hier noch zusätzlich auf meiner Pergola montieren, also 4 Solarpanels hier rauf und den Speicher hier rein. Somit habe ich eigentlich alle Möglichkeiten und zwar hier zusätzlich 4 Module, denn hier habe ich keinen Platz mehr und hier macht das keinen Sinn, das ist komplett im Schatten. Sobald hier der Wechselrichter meldet, dass er einspeist, geht der Strom nicht zurück ins Netz, sondern lädt mir den Speicher von MarsTech. Und diesen Speicher kann ich auch so programmieren, dass er mir vielleicht nachts um 12 bis morgens um 8 einschaltet und von da aus entlädt. Das würde schon mal bedeuten, dass die kleinen Standby-Verbräuche über den MarsTech abgedeckt werden und der Sungrow wird geschont. Das heißt, am Morgen habe ich da immer noch 5 Kilowatt mehr im Sungrow drin, denn wenn in der Übergangszeit morgens um 6 schon die Wärmepumpe kommt, dann kann der diese Last übernehmen. Und vor allem das Geile ist, schaut euch mal die Preise an. Das Zusatzmodul von Sungrow für 5 Kilowatt, das gibt ungefähr 290 Euro pro Kilowattstunde und bei MarsTech 200 Euro pro Kilowattstunde. Ich habe mir das Teil bei Reichelt bestellt, denn MarsTech liefert nicht in die Schweiz aus. Ich hoffe mal, dass ich das Teil nächste Woche bekomme, denn das wird erst jetzt ab Ende Oktober ausgeliefert. Das ist brandneu. Schaut euch unbedingt dieses Video an, da habe ich alle Produkte übersichtlich in einer Tabelle dargestellt. Die haben für jede Situation eine Lösung und vor allem günstig. Wenn mein Video für euch hilfreich war, dann gebt mir doch gerne einen Daumen hoch, das ist absolut gratis und unterstützt meinen Kanal. Falls ihr auch noch Probleme findet oder Zusatzinfos habt, schreibt es bitte unten in die Kommentare rein. Besten Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.